Moin moin Leute und willkommen zu einer erneuten Folge von der Duisburg Frauen-Bundesliga. Und ja, wir sehen's. Erster gegen Dritter. Wolfsburg, die noch keine Niederlage haben, gegen die Zebras, die in den letzten zwei Spielen nur knapp gewonnen hatten. Das gegen den fünften und gegen den vierten. Jetzt heißt es gegen die Wölfe, die sind Erster sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, und da sind wir in der AOK-Arena von Wolfsburg angekommen. Ich bin ehrlich sehr geil, dass sie dieses Stadion mit reingemacht haben. Weil da hinten sehen wir noch das Volksparkstadion. Glaub ich mal, ich kenne mich in Wolfsburg nicht aus. Aber crazy. Da sehen wir es nochmal, die Tabelle. Schlusslichter Bremen und Leipzig. Dann gehen wir rein in die Partie. Abfahrt. Es wird nicht leicht werden. Das ist klar. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt Wolfsburg stoppen, dann kann vielleicht Frankfurt nochmal da ankommen. Also dichter ranrücken, wenn sie noch nicht gespielt haben. Weil danach, nach Wolfsburg, sind es halt nur noch drei Spiele und wir können es einfach halt nicht mehr schaffen. Leider. Wäre zu schön, wenn wir hier Meister wären, aber leider fehlen uns da ein paar Punkte. Deswegen. Oh, Seitfalls hier direkt mal. Schade. Aber wenigstens eine Ecke. Flach, die kommt nicht so gut. Aber weiter geht's. Abschluss, Abschluss, Abschluss und das ist Tor. Da ist direkt das Tor durch Hess. Wir gehen in Führung gegen die Wölfe. Nice. Frühe Führung. Das ist immer gut. Hier sehen wir es nochmal. Schön aus der zweiten Reihe. Und da kann Merle Fromms nichts machen. Oh, die Duisburger wollen direkt hier mal weitermachen. Ihr könnt ja noch in den Kommentaren reinschreiben, wer Meister hier wird. Also hier in der Frauen-Bundesliga-Karriere von mir. Wären es die Frankfurter oder wären es die Wölfe? Ich drücke auf jeden Fall Frankfurt die Daumen, dass die es schaffen, aber ich denke mal, die Wölfe machen's. Denke ich mal. Schien. Schien 2-0. Was passiert hier? Direkt 2-0 gegen Wolfsburg. Aber wie gesagt, Fra Wolfsburg darf man hier nicht abschreiben. Ich habe mir ja das Spiel angeguckt, Hoffenheim gegen Wolfsburg, wo sie gespielt hatten. Da muss ich ehrlich zugeben, also war erste Halbzeit auch nicht so gut gewesen von Wolfsburg, aber die zweite dafür umso besser. Vielleicht ist es ja hier auch so. Wir werden es ja sehen. Nächste Chance, schade. Abstoß. Als ob. Ah, okay. Werden sie eh kurz machen. Ne, werden sie lang. Sogar lang. Oha. Schien. Schien. Schade. Mit so einer jungen Truppe hier. Mit so einem kleinen Kader. Überhaupt hier. Dritter zu sein ist schon stark. Und ich dachte so anfangs, boah, starke Parade einer Mamudovic. Und ich dachte wirklich zum Anfang so, da sah es wirklich nicht gut aus für uns. Dass wir überhaupt da oben mitspielen, haben
Hatte ich eigentlich so gar nicht gerechnet. Aber wenn man es so sieht, wären wir jetzt halt in der Champions League. Also Stand jetzt. Oh, das ist abseits. Aber gibt es ja hier leider nicht. Dafür müssen sie eine, wirklich so eine Karriere machen. Und nicht nur so turniermäßig her. Abseits. Ah, oh, ich bin echt nur auf Abseits hier. Das kann doch nicht wahr sein. Jansen. Aufpassen. Die Wölfe kommen. Oh, ich denke mal, das sollte erst mal zur Halbzeit gewesen sein. So mit der 2-0-Führung. Wieder abseits. Oder nicht? Wohin? Okay. Ich habe nichts gesagt. Schade. So gehen wir mit einer 2-0-Halbzeit in die Führung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Zweiter Abschnitt. Ab geht er. 2-0 Führung, hätte ich nicht gedacht. Überhaupt gegen die Wölfe so zu machen. Aber es ist die erste Niederlage für die Wölfe. Everlink bleibt liegen. Aber ich denke mal, es kann weitergehen für sie. Ja, steht selber wieder auf. Schade. Hätte er klappen können. Oh, was macht sie denn? Einer Mamudovic haut sich den Ball fast selber rein. Oh mein Gott, wie viel Glück können wir hier haben? Wie viel Glück? Da sieht man es nochmal. Ja, genau so wollen wir es machen. Aufpassen. Die Wölfe kommen. Oh, wenn das jetzt Elfmeter gewesen wäre, ne? Jetzt mal immer links, zieh mal. Ah, Rausch ist schneller. Rausch ist schneller, aber egal. Da ist die Chance vielleicht mal. Nee. Leider nicht. Ah, und das ist dann wieder ein Foul, oder was? Komm, Hess, du hast eine tolle Partie gemacht. Darfst heute auch mal vom Platz gehen. Jule Brandt kommt rein. Oha. Die Jule Brandt, die kennt man auf jeden Fall. Weil die meisten Leute haben sowas ein. Die haben auf jeden Fall so einen Quatsch auf sie. Weil sie sieht wirklich nicht schlecht aus. Ist ja von Wolfsburg. Ne, ist ja von Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt. Deswegen. Oh, noch 20 Minuten auf der Uhr. Ich stehe hier immer noch 2-0. Kommt hier noch was von den Wölfen oder ist es jetzt die allererste Niederlage? Für denen, also für diesen Club. Ja, wir legen rüber. Ah, schade. Wollten wir rüberlegen. Hat dann aber leider nicht geklappt.
Weiter geht's hier. Emmerling. Emmerling macht's alleine. Schade. Aber es riecht hier wirklich nach dem Sieg. Es riecht wirklich hier nach dem Sieg gegen Wolfsburg. Und damit auch die allererste Niederlage für die Wölfe. Aber Jule Frand hat es gerade gezeigt. Sie will hier nicht verlieren. Sie will so schnell wie möglich das Tor machen. Und es gibt Freistoß. Fürs geht für Mut. Hoch und weit bringt Sicherheit. Schön. Oh, schade, bleibt sie hängen. Sie wäre durch gewesen. Aufpassen, nein. Oh mein Gott, was war das denn? Von Rausch. Ja, das war's, Leute. Das war's auf jeden Fall. In den nächsten 3 Minuten können sie halt kein Tor mehr schießen. Damit gewinnen wir gegen die Wölfe. Wichtiger Zähler nochmal für uns. Aber ich denke mal, die anderen Spiele wird es wieder, denke ich, so sein. Oh mein Gott, sie bleibt noch weiterhin am Ball. Können wir hier nochmal zum 3-0 gehen? Ne, leider nicht. Und das war's, Leute. Wir gewinnen gegen die Wölfe, wie gesagt. Wir sehen uns gleich wieder. Leute, da sind wir wieder. Und nächstes Spiel ist dann gegen Nürnberg. Und wir sehen's. Frankfurt ist nur noch mit 4 Punkten hinter Wolfsburg. Und wir bleiben weiterhin Dritter. Die TSG aus Hoffenheim hat schon gespielt. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.